Ich mir Größe? Mir zwei? Ach nee, lebe schon. Das ist ja heute eine Benz-Führung, eine Kinderführung. Da müssen wir ja Hochdeutsch reden. Ja, also. Ja, das wird schwer für uns, aber es wird schon irgendwie. Also, dann dürfen wir euch alle ganz herzlich begrüßen, ihr Schätzelein und meine Wenigkeit, auf einem etwa zweistündigen Rundgang durch Quadrat Ischendorf auf den Spuren der Römer und Ritter. Und von Jan und Grit. Ja, denn wir haben tatsächlich auch was mit diesem Ort zu tun. Aber was genau, das erzählen wir euch während der Führung. Ich darf mich zunächst einmal vorstellen. Ich bin Johann, Reichsgraf von Werth, seines Zeichens kurbayerischer, kurkölner und kaiserlicher Reitergeneral. Und, Levchen, soll ich dich auch uns vorstellen? Gedonnert, dann guck ich mal, was da rausgeht. Normalerweise hätte ich jetzt damit gerechnet, dass sie sagte, nein, das mache ich selber. Sind es nämlich eigentlich so. Aber ja, dann mache ich das. Also, das ist die Ried. Ja. Und das ist, sieht das ja schon ein bisschen von der Gewandung her, eine Magd. Wir haben nämlich beide gelebt in der Zeit des 30-jährigen Krieges. Das ist schon 500 Jahre her. Also, ja, fast 500 Jahre, 400 Jahre, ja. Von 1618 bis 48 war der 30-jährige Krieg. Ja, und ihr werdet sehen, ich bin eine von euch aus dem Volk. Der eigentlich auch der Tuppes, aber aus dem, seht ihr ja, da ist echt was geworden. Und wir in Kotteroth hier, wir waren immer richtig stolz auf dem, wenn wir dann was gehört haben. Ne? Auch früher ging das schon gut mit der Flüsterpost und den Gerüchten, aber das erzählen wir euch gleich. Sollen wir losgehen? Ja, dann machen wir das. Dann gehen wir los. Auf zur ersten Station. Ihr folgt uns unauffällig auf dem Fuß. Jetzt stehen wir hier mitten auf der Straße. Was soll das denn? Irgendwo an einem Hauseingang. Hier hat mal eine Burg gestanden. Die ist ganz wüst gefallen, nennt man das im Fachjargon. Das heißt, die gibt es heute nicht mehr. Die ist völlig zusammengebrochen. Aber bis in die 60er Jahre hat man tatsächlich noch ein Haus gehabt aus der Vorburg. Und das war dieses Haus. Das hat genau hier an der Stelle gestanden. Ja, und da kann man hier oben auf dem Giebel einmal genau gucken. Ja, nee, das kann ich, muss ich doch, glaube ich, tatsächlich selber sagen. Da ist in dem Giebel auch noch eingetragen, von wann es ist. Und das war tatsächlich bis in die 60er Jahre, als es zusammengebrochen ist, das älteste Haus, das wir hier in Quadrat Ischendorf haben, nämlich von 1607. Und das stand da oben drin. Für die Quadrat, das war das Haus Mödder. Und das war dann aber, das sieht man ja schon, so marode, und dann hat man das abgerissen. Aber Quadrat hat einmal vier Burgen gehabt. Ui, was denn, Jung? Ja, das will ich dir sagen. Das ist einmal das Schloss Schlendar, das werden wir heute noch sehen. Dann das Schloss Fräts. Dann die sogenannte Gitzburg. Das ist das, wo wir hier sind. Und die vierte? War die Burg Hall. Ha, okay. War die Burg Hall. Und darum heißt es auch zum Teil auf alten Karten, wenn es um Quadrat geht, hat das Quadrat nochmal, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, woher der Name Quadrat kam. Aber manchmal hat es bei alten Karten auch einen ganz anderen Namen. Und was steht da? Kannst du das lesen? Quadriburgum, genau. Und das ist Latein. Quadri ist vier, Burgum ist Burg. Da kommt unser deutsches Wort her. Und darum haben viele gesagt, der Ortsname von Quadrat, der kommt von diesen vier Burgen, so wie das hier auf dieser alten Karte als Quadriburgum eingezeichnet ist. Stimmt nicht ganz, haben wir ja eben schon darüber gesprochen. Trotzdem, Burgen haben hier gestanden. Darf wir aber heute nichts mehr sehen, habe ich mal ein Bild mitgebracht, wie die denn so möglicherweise ausgesehen haben könnte. Wir haben nämlich hier in unserer Region Wasserburgen gehabt. Das hier ist eine Höhenburg, die ist auf einem Felsen gebaut worden. Und die junge Dame da vorne, die muss ja nicht irgendwo anders hingucken, die junge Dame da vorne,
Die war gestern, wann warst du? Vorgestern noch auf der Burg Eltz? Am Donnerstag. Am Donnerstag. Als hätte ich es gewusst, das ist nämlich die Burg Eltz an der Mosel. Ja, und das ist der Unterschied. Und das hier ist jetzt nicht die Originalzeichnung dieser Burg, der Kitschburg, sondern das ist eine Wasserburg in der Nähe von Aachen. Aber so kann man sich auch vorstellen, so haben unsere Burgen hier auch ausgesehen. Das heißt, das alte Haus, das ich eben gezeigt habe, das wird hier in der Vorburg gewesen sein. Und das hier, das war die Hauptburg. Und geteilt war Vorburg und Hauptburg durch Wassergräben. Das war der Schutz bei Niederungsburgen, bei Wasserburgen, darum nennt man die auch Wasserburgen. Höhenburgen hatten die Felsen, standen hoch auf einem Felsen, waren dadurch geschützt. So, wer wohnte nun in diesen Burgen? Natürlich Ritter. Und die haben auch eine Veränderung im Laufe ihrer Jahrhunderte durchlaufen. Und die habe ich mal mitgebracht, damit man mal sieht, wie das aus der Ritterrüstung sich entwickelt hat, bis zu meiner Zeit. Zunächst einmal gab es solche Ritter. Die kennt man noch aus den Robin Hood-Filmen. Ja, das heißt, das ist ein Ritter, der hätte so vor ungefähr 1000 Jahren gelebt. Da hat die Kitschburg noch nicht gestanden. Aber das Schloss Schlenderhahn hatte einen Vorgängerbau. Da erzählen wir gleich noch was dazu. Die ist um diese Burg Schlenderhahn, die ist um diese Zeit gebaut worden und da sahen die so aus. Vielleicht mal, dann zeige ich Ihnen das auch mal. Ja, warte, ich muss es aber erst mal erklären und dann kann man gerne rumreichen. Dann gab es eine Veränderung. Dann kriegten die Ritter nämlich einen richtig festen Helm. Das nannte man einen Topfhelm. Das war so etwa im 13. Jahrhundert. Da ist auch die Kitschburg hier gebaut worden. Also, der die hier gebaut hat, der sah wahrscheinlich so aus. Und der hieß Renaldus von Kitz. Und darum wurde die Burg Kitzburg oder später Kitschburg genannt. Im 14. und im 15. Jahrhundert wandelten sich dann wieder die Rüstungen immer mehr, bis die Ritter so schwer und so gut gerüstet waren, dass man die aufs Pferd heben musste. Die waren so schwer, die kamen alleine gar nicht mehr aufs Pferd. Die mussten mit einem Kran hochgehoben werden, rüber und auf das Pferd drauf. Mit einem Kran. Nein, das stimmt. Was denn für eine Kran? Eine elektrische, da haben wir aber noch nie gehabt. Da waren dann so Lück wie du und ich, ne, die Einfachen, also als ja. Ich noch eine einfache Burg. Und die mussten dann in so einem Rollkran, mussten die dann, ne, oder mussten mit einer Winde, den wenn du mit Glöfs kannst du nachlesen, da, upsala, kannst du nachlesen, mit dem eigenen Knatsch, Buch. Knatsch verdutscht. So, und jetzt kommen wir langsam in die Zeit, in der ich gelebt habe. Kannst du das schon mal da drüben weitergeben? Und das ist dann in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Da wurden die Rüstungen wieder weniger. Warum? Deswegen. Weil da gab es dann Schusswaffen. Kannst du ruhig in die Hand nehmen, ist nicht geladen. Ja, sicherheitshalber habe ich sie vorher entladen. Und diese Kugeln konnten auch durch die dickste Rüstung durch. Also ich glaube dem nie was der sagt. Da musst du aufpassen, Adrian. Ja, wenn du meinst, kannst du gleich wieder erzählen. Ja. Und dann fing man langsam an, dass die Rüstungen wieder weniger wurden. Aber zu meiner Zeit gab es schon noch Rüstungen. Das hier ist zum Beispiel ein Pappenheimer Kürassier. Pappenheimer? Ja, Pappenheimer, daher kommt der Begriff, ich kenne meine Pappenheimer. Das kommt aus dem, das war ein Kollege von mir, das war der General von Pappenheim. Der General von, so was hier bildet? Ja, okay. Du kannst heute noch was lernen. Ne? Und darum, ich bin ja jetzt heute in friedlicher Absicht hier mit euch unterwegs, darum habe ich natürlich den Kürass, darum nannte man die Kürassiere, abgezogen, aber meinen Helm, den habe ich mitgebracht. Und du siehst, das ist in etwa so ein Helm, wie da ist. Und jetzt weiß ich ja, halt das mal bitte, jetzt weiß ich ja, dass der Papa und damit auch du polnische Vorfahren hatten. Und diesen Helm hier, wie wir das hier haben, den haben auch die polnischen Flügelritter. Das kann der Papa dir mal erzählen, was das war. Das habe ich dir nämlich schon mal erklärt.
angehabt. Und den kriegst du jetzt auch an. So, und jetzt, zack, Pistole, Helm, jetzt fehlt nur noch das Schwert. So, da wäre ich fertig, du kannst die Führung übernehmen. Und der Papa kann mal ein Foto machen, oder? Gehen wir mal weg, kann der Junge mal nein, alleine. Nein, nicht weggehen. Nicht weggehen? Was willst du denn mit? Der arme Kind. Guck mal, sogar Hund kam auch raus. Ja, ich weiß nicht, der Hund kam auch raus. Auf meinem Grundstuhl. Das ist ja hier los. So, ich erzähle euch immer was vom Militär, logischerweise, weil ich ja ein Reitergeneral bin. Und so. Das Lebchen kann euch jetzt was von der anderen Lücke erzählen. Von der anderen Lücke? Von der anderen Lücke. Der ist gut. Adlige Ritter, das waren nur so ein bisschen von der Bevölkerung, aber enorm wichtig, wie ihr seht. Das hier meine Volk, das waren Knechte, Mägde, ganz normale Lück, so wie du und ich. Ja, ihr seht im Mittelalter meine Rüstung, ganz einfach. Also ich habe heute schicke Schuhe an, zu meiner Zeit trug ich Klumpen oder hing auf Bleckefüß, wie man so schön sagt. Der Rock, kannst du mal fühlen, der war auf einem festen Stoff, siehst du das? Im Mittelalter noch ganz anders. Wir hatten eigentlich immer Lumpen an, also das ist wirklich jetzt ein bisschen fein rausgeputzt. Früher liefen wir nicht so ordentlich rum, aber Geschmeide hatten wir ab und zu auch, ne? Also die hören dann sehr wertvoll, ich heute auch, weil es gibt ja den Jungen. Und ab und zu hat er mir dann auch was mitgebracht hier. Ja, wir haben hier friedlich gelebt. Ich bin hier nie aus Kotorot, so hieß das früher auch, rausgekommen. Also das heißt, ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Und ihr werdet dann nachher auch noch erfahren, dass es da ganz entscheidende Momente gibt, wo man das Leben mitstellt und eine falsche Antwort. Ja, aber wie heißt das so schön? Aufstehen, Krönchen oder Mützchen richten und weitermachen. Und das haben wir auch getan. Ja, die Bure, wir mussten also morgens schon so um 4, 5 Uhr aufstehen und wir haben mal Loch. Das heißt, ihr arbeitet von morgens bis zu abends. Hier in Kotorot waren wir der Kirche treu. Also wir hatten immer ein reines Herzchen und haben auch nicht viel getan. So, jetzt habe ich noch für den Jungen eine Geschichte. Und zwar, da wo es viele Burgen und Schlösser gibt, da erzählt man sich abends. Weil, was meinst du, hatten wir ne Fernsehen? Nee. Hatten wir, wie heißt das bei euch, ne? Wie? Eine Playstation oder so einen Driss, ne, den hatten wir auch nicht. Also wir haben uns dann abends hier Geschichten erzählt, da gingen die Haare zu Berge oder klopfte auch mal ein Terzchen. Das war dann die Rosamunde Pilcherrunde. Und hier in Kotorot hattet, das weiß ich von dem Jungen, der hatte nämlich dann nachher noch einen Urenkel und hier irgendwo auch verbunden mit einem Potes. Und der hat immer erzählt, dass es hier ein Zirbelstier gegeben hat. Wisst ihr, was das ist? Nee. Also, das Ding hat glühende Ohren. Verstehst du das? Glühende Augen. Dankeschön. Bitte sehr. Der hatte eine Kette um den Hals, ja? Kette um den Hals. So, und wenn Sie da mal hinstehen, sind Sie mutig? Gut, umdrehen bitte. Sind Sie gut versichert? Ich. Ja? Ich würde mich mal breitbeinig hinstellen, dann kommt besser. So, und jetzt mache ich das auf der Zirbelstier. Das springt von hinten auf den Rücken. Ich kann das ja nicht mehr mit zwei Knietaps. Das lassen wir heute. Und wenn das Zirbelstier, Dankeschön, und wenn das Zirbelstier sich rumdreht, dann bricht das denen den Hals. Huh. Und dann sitzt du da oben. Und dann schleppt er dich da rum. Ja, das ist die Geschichte vom Zirbelstier. Was meint er, warum hat man die erzählt?
Damit die jungen Burschen abendszeitiger zu Hause waren. Nein, es gab es wirklich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Natürlich. Jetzt sag nicht deswegen, sonst will die demnächst nicht mehr, dass ich sie nach Hause bringe. Weil sie hätte ja Schiss in der Butz. Und dann ist so eine starze Kerl wie ich, der dann sagt, ich habe keine Angst vor Zöbelstier, brauchst du keine Sorge haben. Das macht mir doch nicht das ganze kaputt, das ganze Spielchen. Liebchen, ich auch nicht, aber manchmal ist das auch eine Taktik. Ja, so war das früher auch. Ne? Also, wenn es mal demnächst daran geht, eine Freundin hast, erzähl dir vom Zöbelstier zwischen Gläuel und Bärenrad. Das gabelt überall. Das gabelt überall. Überall. Da sagst du, wenn du heute Abend rübergehst, dann bring ich dich nach Hause. Und schon hast du einen Stein im Brett. Ja. Glaubet mir. Ja. Weil ihr schon weiter denkst an mich. Und wenn der Bernd mich mal begleiten soll, dann sagst du ihm auch immer, ich habe Angst vom Zöbelstier. Gut. Ja, mein Vega. Hör mal, ja. Reiter General, ich habe noch eine Frage. Bitte. Zu der Rüstung. Ja. Wenn dann zwei Ritter aufeinander trafen und waren Gewitter und der Blitz schlug in die Rüstung. Was? Ja. Dann war er weg von. Was passierte da? Da waren die doch magnetisch geladen, ne? Ja, im Zweifel waren sie beide weg. Also Blitzableiter zu Ritterzeit, gab es noch nicht. Ne? Blitzableiter, schade aber auch. Ich habe aber auch, denn ich habe gedacht, die Frage kommt, was machen die Ritter, wenn sie mal mussten? Laufen lassen, Leute, laufen lassen. Ja, das war so. Das hat manches Mal gestunken. Ja, mal mega jung. Ja, ich wollte den Lück nur noch zeigen, damit sie so ein bisschen wissen, auf was sie sich einlassen. Das hier ist ein Plan, das ist jetzt kein Originalplan, sondern das ist ein Plan, der Quadra zeigt um 1750. Also so etwa die Zeit, in der wir gelebt haben. Wir haben ein bisschen früher gelebt. Und da seht ihr, jetzt sind wir da an der Kitschburg. Da ist die Kitschburg eingetragen. Und das, diese ganzen kleinen schwarzen Vierecke, das sind die Häuser, die es damals in Quadrat gab. Das heißt also, das waren ein paar Bauernhäuser. Dann gab es die Burgen. Hier ist übrigens gleich, wo haben wir es? Da oben ist schon das Schloss Schlenderhahn. Die alte Burg Schlenderhahn war da. Das Schloss Frenz liegt außerhalb, das sieht man nicht hier auf der Karte, das lag nämlich mehr in Ischendorf. Und die Burg Hall war da auch schon wüst gefallen. Also, es gab nur ein paar wenige Häuser. Hier übrigens, da sieht man das Kreuz, da war die Kirche, da ist sie auch heute noch. Und wir gehen also jetzt von hier bis an diese Ecke. Warum, das werden wir euch gleich erklären. Dann geht es hier hoch Richtung Schlenderhahn. Am Friedhof vorbei, damit wir auch aufs Schloss gucken können, runter zum alten Panier. Das ist nämlich heute das älteste Haus von Quadrat, das es gibt. Und dann gehen wir wieder zurück zum Bahnhof. Mhm. So und er hat jetzt gerade noch was ganz Wichtiges gesagt. Er hat nämlich gesagt, ich kann heute noch was lernen. Hast du gehört? Ja. Du hast nämlich was, was ich nicht hatte. Du konntest in die Schule gehen, wir hier nicht. Also ich habe nicht lesen gelernt, ich habe nicht schreiben gelernt, ich habe kein Latein gelernt, aber wie man durch das Leben kommt, das habe ich gelernt. Und der Junge, auch wenn der General ist, lesen und schreiben, konnte der auch nicht. Vorrede! Gut, dann gehen wir weiter. Zack. Ha. Jetzt kommt der Lehrer raus, können wir mal gerade hier auf dem Fensterbrett stellen. Das ist ein Ritter. Da sitzt doch einer. Oh. Ja. Oh, jetzt guckst du doch noch rein. Und das ist der zweite Ritter. Jetzt kommt die große Frage. Welcher von den beiden ist der ältere Ritter? Wer hat... Genau, ganz genau. Das ist der mit dem Topfhelm. Und er hat noch nicht so eine richtig ganz feste Rüstung an. Sieht man auch am Pferd. Das ist noch so eine Pferdedecke. Die ist zwar auch schon wattiert, aber das war so ein Ritter hier in der Zeit, wo die Burg Kitschburg gegründet worden ist. Und das hier, das ist ein Ritter, der lebte dann viel später, also so gut 200 Jahre später. Und da siehst du auch das arme Pferd, was das tragen musste. Ne? Die hatten nämlich schon richtig Eisenplatten. Also der sieht fast aus wie ein Panzer, ne? Und nicht mehr wie ein Pferd. Ne? Jawohl. Ja, deshalb haben wir auch später hier eine Panzerwerke gehabt. Hier haben wir den Meilenstein. Da sagt der Jan gleich neue drüber. Oder willst du das jetzt schon machen? Nee, mach du uns Dinge, verzähl und dann mache ich wieder. Das ist gut. Also ich muss immer mal gucken, ich war ja nie in der Schule. Also das ist eine Römerstraße.
Straßen macht der gleich Jung auch. Also die Römer motten ja auch von A nach B. Dafür haben die extra Straßen gebaut. Und zwar mit unheimlich viel Wissen schon, was auch danach alles noch wieder verloren ging. Die haben die Straßen gemacht wie mit einem Lineal. Und die Römer haben hier auch gelebt. Ne, auch in Kotteroth, da haben wir auch eine Wasserleitung nochmal. Irgendwann hat die einer gefunden. Aber die örtliche Siedlung war hier ein bisschen weiter von weg. Kennst du Berschantor? Also müsst ihr gleich mal dran vorbeifahren. Da gibt es auch eine Römerstraße. Da gibt es zwei ganz große Römerkreuzungen. Das will ich mal sprachlos euch erzählen. Eine von Köln nach Babai. Das war. Was war das für eine Straße? Ich war hier nicht in der Schule. Dann ist die Via Belgica. Dann lass die Lüfter noch uns nachher kommen, dann kommen wir durch. Genau, dann ist die Via Belgica. Und im Tor gab es halt noch die zweite Straße, eben nach Zülpich. Die nannte man dann später die Via Agrippina. Genau. Und dann in Tor haben dann auch Menschen gelebt, in so einer Siedlung. Die Römer hatten nicht Streifenhörnchen, die hatten dafür Streifenhäuschen. Also das seht ihr alles ganz mit der schmalen Seite halt zur Straße. Da hatten die dann die Geschäfte, da konnte man dann auch das, was man zum täglichen Leben brauchte, kaufen. Und hinten haben die Luxen gelebt und da ja wird also auch dann die Werkstätten, wo die das hergestellt haben, was die vorne dann verkauft haben. Und so war das. Und die hatten natürlich eine ganze Menge dann auch in so einem Vicus. So, wo ein Vicus ist, haben die auch ganz oft so römische Villen. Da seht ihr so eine kleine, das ist eine Villa Rustica, ein Landhaus. Natürlich haben da auch wieder viel Lüchse, so wie ich, nur eben römisch und mal älter, die da dann da gearbeitet haben. Hier bei uns, ihr habt den sogenannten Streuhof-Hof-Typ. Also das heißt, die Villa Rustica in der Mitte und die Stallungen und die anderen ja, Häuschen und Schuppen, alle schön drumherum. Rund um Tor, ihr habt 6 Villa Rusticae und rund um Birschum so ja 50 Stück davon. Und auch hier in Kotteroth, das wissen wir, hier haben die Römer und hier die Wasserleitung, von der ich erzählt habe, das war die, seht ihr die? Die haben sie also hier gefunden, da hat also zu eurer Zeit, ist schon mal her, einer sein Haus renoviert und hat das dann hier gemerkt. Ne? Ansonsten, wir bei der Villa Rusticae, ja, die haben dann jede Menge hier erntet. Einmal für die Leute aus Tiberiacum, so hieß diese Siedlung, das ist ein Vicus genannt und der hieß eben Tiberiacum. Die haben aber dann auch ein Militär versorgt und natürlich auch die Lüchse aus Kölle, weil die mussten ja auch was zu Müffele, also die Leute aus Köln, die mussten ja auch was essen. Ohne Essen, ohne Trinken, flöwe nicht. Das hieß sie ja, nee, das tut. Haben wir auch. Ja. Also ich habe das jetzt ganz kurz gemacht, ist das okay? Ja, schön, das war schön, oder? Hättest du das nicht schön gemacht, doch, ne? Kann man mal einen kleinen Zwischenapplaus sehen. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja, als die Römer frech geworden, heißt es in einem schönen Liedchen, zogen sie nach Deutschlands Norden vorne mit Trompetenschall, zog der Generalfeldmarschall, also so jetzt wie ich, nur der sah anders aus. Die sah nämlich früher so aus. Das ist ein römischer Legionär, wie man ihn sich vorstellen kann, so im ersten Jahrhundert nach Christus. Und die haben hier diese Gegend erobert. Und dann haben die eine Stadt gegründet. Das war die Stadt Köln. Und der Name von Köln, der kommt tatsächlich aus dem Römischen. Das gucken wir uns jetzt mal auf dem Meilenstein an. Da steht nämlich Colonia Agrippina. Also von Colonia oder nach Colonia Agrippina. Colonia steht für eine römische Siedlung. Vicus war das Dorf, die Colonia war die Stadt. Agrippina war die
Stadtgründerin gewesen. Also eigentlich war es der Claudius gewesen, ihr Mann. Das war nämlich der römische Kaiser. Aber wie das so mit Frauen ist, die Frau, ne, die ist in Köln geboren worden, da war das noch keine Stadt und dann hat die den so, hat sie mal so rumherum geschwänzt und ne, wie die Frauen dazu können, Liebeleien können sie nicht mal, ich bin so einem kleinen, unbedeutenden Örtchen, das war damals noch das Oppidum Ubiorum, kannst das nicht mal zur Stadt, ne? Und der Kaiser kann natürlich sowas zur Stadt erklären und dann hat er das genannt und das war dann im Namen drin, Colonia Claudia, also die Kolonie, die Stadt des Kaisers Claudius. Mit einem Altar, Ara, weil die nämlich so glücklich waren, die Römer, haben sie der Kaiserin einen Altar gestiftet, Agrippinensis. So, jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, ja, bitteschön, Liebchen. Ja, ich, im Himmel, ne? Ja, ja, da ja. Da gucke ich ja immer los auf die Erde. Ja, ja, ja. Die singen da auch immer ein Liedchen. Ja. Agrippinensis, wenn der den kennt. Was ist das denn? Kennt einer das Lied? Wie fangen wir denn da an? Agrippina, Agrippinensis, wenn du nicht kennst, bist du von der Söck. Von der Söck, okay. Genau, ne? Also dann haben sie, ne, singen sie, Agrippina, wenn du heute deine Kinder sehen würdest, ne? All die staatsen Kerls, und heute haben wir eine lecker Mamsellchen, haben wir jetzt nicht dabei, aber natürlich die netteren Mamsellchen hier, ne? Herrlich, ne? Und eure Liebten, haben die Ehre, ne? Also auch staatsen Kerls, ne? Also, da ist ja auch noch ein lecker Madämmchen. Hey, und wir haben es nicht versteckt. Ne? So. Ich krieg schon alles mit. Ja, das weiß ich, das weiß ich. So, jetzt kommen wir aber nochmal gerade zu dem Stadtnamen. Jetzt stell dir mal vor, ne, die Römer waren auch schon so ein bisschen sprechfaul. Jetzt würdest du abends mit einem Freund nach Köln irgendwo ins Kino gehen. Und dann sagst du dem Papa, pass auf, ich bin heute Abend in der Colonia Claudia Ara Agrippinensis. Du bist mal schon müde, bevor man überhaupt losgegangen ist. Also, was haben die gesagt, die Kölner? Ich bin heute Abend in der Colonia. Und aus Colonia ist dann irgendwann Köln geworden. Ja. So ist das. Genau. So. Sie hat auch ein Lied. Ja. Kennt ihr das? Rot und Wies, wie lieb ich dich. Das kennen sie nicht. Doch. Oh, eine Sache ist ja noch da. Das muss man alles erstmal lernen mit den Jahren. Die Stimme aus dem Hintergrund. So, ja, jetzt habe ich das auch lernen müssen. Dem einen wird es direkt in die Wiege gelegt. Ne? Nee. Ich bin das erste Wort, was ich gesagt habe als Kind, war Alaf. Ach so. Auch von Mama und Papa. Ja, so eine Tochter habe ich aber auch. Ja, natürlich. Die Alaf gesagt. Ja. So, jetzt kommen wir aber wieder zurück hier zu unserer Ortsgeschichte und zum Militär. Also, nachdem die Römer hier waren, haben sie alles erobert gehabt. Jetzt mussten sie es schützen, weil auf der anderen Seite des Rheins, darum nennt man das heute bei den Kölnern auch noch immer die Schelsig, da saßen die Germanen und das waren die Feinde der Römer. Und die kamen auch immer mal wieder hier rüber. Und darum bauten die Römer überall kleine befestigte Anlagen. Und so ein Kleinkastell, jetzt muss ich mal gerade, bevor ich datiere, das ist die Seite 13. Lass mal, der Nick knattert dann mal gerade vorbei. So ein Kleinkastell, das sieht man hier. Das ist die Heidenburg. Und die lag oberhalb von Quadarat. Und da sieht man mit Wall und Graben und Palisaden und Baracken für die Soldaten und dann Stallungen für die Pferde. Die hat hier diesen Bereich der Römerstraße geschützt. Und die Soldaten, die da drin stationiert waren, die sahen wiederum so aus. Und jetzt gucken wir uns mal den hier, den Legionär, mit dem im Vergleich an. Was fällt dir denn auf, was bei dem anders ist als da? Der hat einen Schutzhelm. Den hat er auch, oder? Da, guck mal, einen Helm hat der auch. Hat mit oben den Burschen drauf. Nein, nein. Ach, ein Schild, genau. Richtig. Denn das, was wir hier haben, das ist ein Polizist. Das ist eigentlich gar kein Soldat. Und laufen unsere Polizisten mit Schildern rum? Nee. Ne? Sei denn, sie müssen bei einem Fußballspiel mit irgendwelchen Raudis sich rumkloppen, dann haben sie auch schon mal Schilder. Aber normalerweise brauchte der ja nicht so zu kämpfen, also hat der kein Schild. Fällt noch was auf? Die Tücher.
die Tücher, na, das ist so ein bisschen dekorativ, das hätte bei einem Kampf nur gestört, dann hätte Sander und da diese Tücher um die Strom herum wehen gehabt. Genau, dann fällt dir noch was auf. Eine Kleidung. Die Kleidung, genau, die sieht nämlich auch anders aus. Ne? Ja, der hat ein Kettenhemd, der hat eine richtige Plattenrüstung an. Dann hat der hier auch schon so ein bisschen, war es ja doch kälter, ne? Dann hatte der hier schon Hosen und auch feste Schuhe. Der hier hat noch eine Tunika und dann unten die römischen Sandalen, die nannte man Caligula. Aber, ich lege das mal so daneben, fällt dir noch was auf? Das ist da oben. Was hast du? Also die Kugel. Die Kugel, ja, und wenn man hier oben einmal guckt, dann ist das auch noch anders, ne? Ja. So, und das ist also quasi damals das Amtssiegel für die Polizistin gewesen. Das war ein Soldat, das war ein Pilum, wobei das ist gar nicht so ein richtiger Pilum, das ist schon ein spätrömischer Speer. Und die Polizei, die nannte man Beneficiarier, die hatten solch eine spezielle Schildform. Ja, und jeder erkannte die da dran direkt. Dann wusste jeder, oh, das ist ein Polizist. Und das war so ein richtiger Schutzmann, jetzt kommt das... Levscher gleich wieder sagt, ach, da kenne ich auch wieder ein Liedchen. Ne? Das war so ein richtiger Schutzmann. Die brauchten eigentlich, gut, der hat jetzt hier unten auch ein Schwert, aber normalerweise brauchten die gar keine Waffe, weil die hatten Respekt alleine durch dieses Abzeichen an der Lanze. Ne? Jetzt kommt es. Ne? Was? Dein Lied? Da steht ein Schutzmann. Ja, der hätte ja zum Tag noch nichts hier. So war das. Die Römer haben hier gelebt, so von Christi Geburt, also vor 2000 Jahren, bis etwa 500 nach Christus, 450 nach Christus. Und dann ist das wüst gefallen, also auch diese Burg hier, also diese Anlage. Und jetzt habe ich es gerade schon selbst verraten. Diese Anlagen nannte man nämlich bei den Römern Burgus, Burg. Und daher kommt unser Begriff Burg, eben Gitschburg und auch was wir sonst so an Burgen haben. Und wie es dann danach weiterging, von dieser Anlage zu der Burg, die ich dir eben gezeigt habe, und der schwarze Kerl, kannst du auch mal streicheln, vielleicht wird er, oder küssen mal, vielleicht wird er lebendig. Man weiß es ja nicht. Ist auch kein Froschen. Habe ich gerade auch gedacht. Ja, die ersten Burgen, die wir dann hatten bei uns, die sahen so aus. Ja, und das war eine Motte. Genau, da sagt er, ich hatte eine Motte. Was erzählt sie da? Eine Motte? Eine Motte ist doch ein... Genau, ist doch wie... Ja, das ist eine Motte. So sieht eine Motte aus. Nee, gar nicht. Nee. Erzähl ich dir denn jetzt hier? Tatsächlich hieß das so. Die frühen Burganlagen hießen Motte. Wie die Motte, die die Kleider an. Und zu so einer Anlage gehen wir jetzt... Ja, nee, die sieht man auch wieder nicht mehr. Ne? Das ist natürlich später was Neues gebaut worden. Heute würdest du ja auch nicht gerne da drin noch wohnen. Ja? Vielleicht wir schon noch. Ne? Mir hat den Spaß an, aber der Mama, der wird dann nicht gefallen. Oh, ist so kalt und da friert man drin und wenn es regnet und wenn... Aber so diese Anlage, wie wir sie hier sehen, das war die erste Anlage von Schlenderhahn. Hier, wenn ich hier vor dieser schönen Allee stehe, da wird es mir ums Herzchen warm. Weil hier auf Schlenderhahn hat Kriet früher als Magd gearbeitet. So heißt es. Ich bin ja nicht in der Akten, aber der Typ ist hier, der große General Jan von Werth. Ehre. Da ist ganz klar, dass der Jung hier als Reiterknecht gearbeitet hat. Das erzählt er aber gleich selber. Und wie gesagt, ich habe jetzt die Ehre, euch das Anwesen mal vorzustellen. Also wir wissen ein bisschen mehr, wie das aussah aus einem Pilgerblättchen vom Kloster Bethlehem. Das Klosterchen, das lag also hier, wenn du einfach den Berg ein bisschen hochgingst, da kam eine Ortschaft, die hieß dann Fortuna. Da ganz in der Nähe war auch das Klösterchen. Und wenn ihr hier mal genau hinguckt, das ist das Kloster und hier ganz klein ist die Burg Schlenderhahn. So, und das ist. Jetzt spiele ich mal den Licher. Denn wie heißt das immer bei Kochsendungen? Das weiß die Astrid noch ja nicht. Die hast du, wa? Ha, ich habe da etwas vorbereitet. Du hast mal was vorbereitet? Ich habe da etwas vorbereitet. Das kannst du. Ja, du siehst, dass ich das kann. Oh. Ja, zeig nochmal das Bildchen. Also. Aus dem Heft. Pass auf.
Ich bin für die Feinheiten zuständig. Das ist das ganze schöne Pilgerblättchen. Da siehst du also hier so Heiligenbildchen. Dann siehst du hier Kloster Bethlehem oder Bethlehem. Und hier siehst du das Schlösschen. Ja, ganz klein und fein. Und der Junge das hat was habe ich jetzt vergrößert. Das ist es nämlich. Das ist quasi das, was ihr da unten im Kleinen seht. So, und das ist die alte Burg. Die stand also hier, das neue Anwesen ist hier ein bisschen auf dem Berg. Die stand da ungefähr 100 Meter von weg, wo das heute Schlösschen steht. So, und im 13. Jahrhundert jabet hier schon die Ritter von Schlender, Hahn oder Harin oder wie sie das nannten. Und die haben also hier dann in der Burg gewohnt, in der ersten. Die haben auf jeden Fall eine zweite. Die ist dann so im 15. oder 16. Jahrhundert gebaut worden und die stand auf alten Eichenpfählen. Und da die hier schon früh die Klütten, also die Kohle gefunden haben, haben die dann auch Wasser abgepumpt und halt auch in der Nähe von der Burg. Und daher sind dann die Eichenstämme verfault und das ganze Spielchen, das ist so ein bisschen wie ein Kartenspiel zusammengeklappt. Ne? Und 1780 haben sie das ganze Spielchen aufgegeben. Ne, ihr seht, das war hier dreistockig, hier zweistockig. Also das sah schon ganz imposant aus. Ich habe hier auch noch mal ein anderes Bildchen mitgebracht. Mein Bildchen kommt ins Fernsehen. So, und ihr seht, das war schon ein schönes Anwesen, aber kaputt ist kaputt. Heute ist die Stelle längst ausgekohlt, wieder zugeschüttet und da stecken auch wieder Bäumchen und Sträuchen. Ich glaube, ihr nennt das rekultiviert. Also heute bin ich bei Petrus immer in der Schule, weil ich muss dann auch viel lernen. Ne? Ja. So, und das Schlösschen heute ist ein schönes Schlösschen. Das ist auch um 1780 gebaut worden und das ist das letzte Barockschlösschen, was sie vor der Franzosenzeit gezeigt haben. So, und jetzt hat Wolfgang Trichner hin. Das ist ein Maison de Plaisance. Genau. Ich habe, das tut mir leid, aber ich habe ja genug Leute, die das können. Also, das ist alles symmetrisch. Was symmetrisch ist, also wenn du rechts einen Jan von Werthers ein lecker Sahneschnittchen, dann müsstest du eigentlich links auch eins haben. Aber hab ich nicht. Aber du siehst. Doch, hast du! Hier ein Bäumchen, da ein Bäumchen. Also da ist alles gleich. So, jetzt haben wir mal ein Luftbild gemacht vom Schlösschen. Na, das Schlösschen ist auch versetzt worden, weil an der anderen Stelle die alte Burg, die lag in dem Wald. Und so ein, wie heißt das Ding nochmal? Maison de Plaisance. De Plaisance. Also Maison de Plaisance. Ja, also das sollte von allen Seiten wahrgenommen werden. Und das geht eben nicht im dichten Wald. Deshalb haben sie da so ein paar Bäumchen drumherum gemacht. Und da ist auch in der Mitte ist das Schlösschen. Also das kannst du ja auch sehen. Also und dann haben die rechts und links noch was dran gebaut, von der anderen Seite auch. Ja. So hast du in der Mitte praktisch das Hauptgebäude und dann von beiden Seiten noch was dran. Und vorne noch ein Gitter dran. Und dann war das also ein ganz tolles Ding. Und da hießen sie, jetzt kommt wieder was Französisches, irgendwas mit Honneur. Cour d'honneur. Cour d'honneur. Ja, Cour d'honneur. Der Ehrenhof. Der Ehrenhof. Und das war was ganz Schönes. Und das Wohnschlösschen, das gilt also heute dann auch noch zu erhalten, weil das ist hier eben noch was ganz Seltenes und auch was Wichtiges. Ja, und wie gesagt, das wird er gleich erzählen, er hat da gelebt, er wird nachher auch noch was von dem Renz, von Frenz und von seiner Familie hier erzählen, weil auch in Kodorot hatte man früher gemangelt, ne? Das machen wir gleich, aber nachdem Frenzens hier weg waren, hat dann die Familie von Oppenheim das ganze Spielchen hier vor ungefähr 150 Jahren für ein paar Taler gekauft und hat hier das größte Privatgestüt aufgemacht, was es so gibt. Also da drüben steht auch
so ein Pferd, ne, so ein Denkmal, das ist der Oleander. Ganz sicher, weil das hat der Baron höchstpersönlich bestätigt, dass das der Oleander ist. Und das war eines der berühmtesten Schlenderhahner Pferde. Und zwischen Corona lief ja nicht viel, aber Schlenderhahn hat den Derby gewonnen. Ja, und jetzt bist du dran und darfst dann wieder die Ohren der Menschen gewinnen. Na, dann mache ich das doch. So, Lef Lübscher. Das können wir ablegen, das brauchen wir jetzt nicht. Jawohl, die ehrenwerten Damen, Staatsgäste, schon wieder mit den Liebsten. Ich zeige euch nochmal dieses Bild. Und dann zeige ich euch mal dieses Bild. Das hier war nämlich ein Gebäude, das aus der alten Burg oder im Bereich der alten Burg stammt. Und dieses Haus, das war et Jan von Werth Häuschen. Denn bevor ich Johann Reichsgraf von Werth wurde, da war ich auch ein ganz einfacher Bauersjunge gewesen. Und ich bin geboren in Büttgen in der Nähe von Neuss. Und dieses Büttgen gehörte aber dem Burgherrn hier von Burg Schlender. Und ich war der älteste von 8 Kindern. 8 Kinder! Wie viele Brüder hast du? Und das manchmal reicht, nervig. Ne? Ich hatte 8 von denen. 8! Ja. Und wie das so war früher, die mussten dann auch alle schnell arbeiten. Und ich konnte immer ganz gut mit Pferden. Und dann hat mein Vater und der Ortspastor da in Büttgen gesagt, pass mal auf, du kannst mal ein paar Lehrjahre auf Schlenderhahn machen. Das war gut. Und so bin ich nach Quadrat gekommen. Ja. Und so habe ich das Gerät da kennengelernt. Ja. Da habe ich das Gerät kennengelernt. Ja. Ja. So, jetzt war ich also ein einfacher Knecht hier auf Schlenderhahn. Und jetzt gucken wir noch mal, das Tolle ist ja, das hier ist ja ganz nebensächlich auf dem Pilgerbild, da ist das ja nur ganz klein. Aber die Burg ist auch ganz nebensächlich. Das Entscheidende ist das kleine Häuschen vor der Burg. Da ist es nämlich drauf, das Jan von Werth-Hüschen. Ne? So, da habe ich also da als Knecht gelebt. Und dann kam mir die Rita Schuh zu passen. Dann habe ich gesagt, Riet, du bist ein Magd, ich bin ein Knecht. Und ich habe gesagt... Du warst, sag, lass mich doch erst mal sagen, was ich von dir wollte. Ja, ich bin ja schon ganz nervös. Ja, ja, ich merke es. Ne? Dann habe ich gesagt, Mensch, was hältst du davon, wenn wir zwei ein Paar werden? Ich hatte mir den ganzen Mut zusammengenommen. Ne? Oh, und jetzt güttet. Und dann kriegte ich folgende Antwort. Ja, ich habe ja schon gesehen, dass das ein Sahneschnittchen war. Mhm. Aber ich wollte eine richtige halbe Hand. Eine mit Kö, mit Pet und ja... mit Meer, mit Nüsserle an der Füße. Hallo, Kinderführung, Hochdeutsch reden. Das so. Ist schwer. Also, eine richtige halbe Hand, also eine richtige Bauer. Eine, der was an der Füße hat, der Moneten hat, das verstehst du, ne? Also, das sind Nüsserle. Das kannst du merken, ne? Also, eine mit Nüsserle, eine mit Kö, das weißt du? Die machen Mu. Ja, ich habe ein einfaches Gemüse. Ja, das. Kühe, ja, machen Mu und mit einem Pad, dann mach ich jetzt nicht nach. Ja? Und mit dem Pad, ja, also, der mir was bieten konnte. Ich wusste der doch nicht, dass... Genau. Ja. Ich wusste doch nicht, dass aus dem dünnen, kleinen Futzemann so eine bedeutende General wird. Hättest du gedacht, ne? Ja. Und das ist sogar im Bild festgehalten. Jetzt muss der Papa mir noch mal gerade den Ordner geben. Nämlich, als sie mir dann den Korb gegeben hat, die Griet. Ach, jetzt kühlt ja wieder mit so jetzt an. Wunderschön. Da bin ich nach Bergheim, das ist die nächste Stadt hier in die Richtung, gegangen. Und da waren damals die Werber, das waren hier Soldaten, ne? Das sieht man, das kennt man heute noch vom Karneval.
Und dann habe ich mich da als Soldat einschreiben lassen. So heißt die Sage. Ja. Das stimmt, Beffenitz. Wie es wirklich war, das erzähle ich gleich. Bloß weil du mich nicht gekriegt hast. Bist du zum Militär gegangen und nur deshalb, weil ich so gnädig auf dich verzichtet habe, bist du dann so einem großen General geworden. Löf du das wieder. Das soll sie weiter glauben. Ne? Ich erzähle dir gleich, wie es wirklich war. So, jetzt gehen wir aber weiter. Hier, wo wir gerade stehen, darum sind wir hier stehen. Also jetzt kann man das gar nicht sehen, aber wir gehen ja gleich hier wieder runter. Hier ist der alte Eingang zum Schloss Schlendal. Das heißt, heute fahren die, da kommen wir gleich auch vorbei, eigentlich normalerweise da oben rein. Früher fuhr man von hier aus und dann fuhr man die Straße, die Allee immer weiter und dann kommen wir oben zum Schloss Schlendal. Und hier, das war das Pförtnerhäuschen. Das heißt, das sieht eigentlich aus wie ein kleines Schloss. Also das würde mir schon gefallen, wenn ich das besitzen würde. Ja. Da saß der Gutsverwalter für die Pferde und auch die Verwaltung für das Schloss drin. Das nannte man das Pförtnerhäuschen. Das nennt man auch die Villa Saphir. Und das ist also, wie gesagt, nicht das Schloss. Wie das Schloss aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Nur da wir das vom Friedhof sehen können, nur, und wir ja ein bisschen euch erzählen wollten, haben wir das an dieser Stelle gemacht. Denn auf dem Friedhof, da wollen die Toten ja ruhen. Und deswegen haben wir da gesagt, da gehen wir nur mal das Schloss gucken und dann gehen wir weiter. Ich gehe mal gerade rüber. Denn wir stehen tatsächlich hier am ältesten Haus von Quadrat Ischendorf, nur man sieht davon nichts, weil es ist mit Klinker dann später verputzt, oder nicht verputzt, mit Klinker dann versehen worden. Man kann es an einer Stelle tatsächlich noch sehen, leider Gottes ist es auch runtergekommen, war nicht mehr bewohnt. Also wir hoffen, dass wir da vielleicht tatsächlich auch mal hinkriegen, dass das nicht irgendwann mal völlig in sich zusammenbricht, wie das Häuschen da unten an der Gietschburg. So, ich will euch zeigen, damit ihr mir glaubt, dass er das älteste Haus ist. An einer Stelle kann man nämlich sehen, am Türsturz. Da stehen die Jahreszahlen 1766. 1766. Ja, 1766. Letzte Runde. Also, hier sieht man es auch. Ich hatte ja gerade gesagt, heute ist es verklinkert. Aber hier sieht man auch, dass es schon vor langer Zeit ein Steinhaus war. Jetzt habe ich dir gerade eben erzählt, dass man im Mittelalter, darum kommt der Begriff steinreich, dass sich nur hohe Herren Häuser aus Stein leisten konnten. Das heißt, das normale Haus, was wir hier so hatten, das war das Fachwerkhaus oder ein Holzhaus. Und jetzt steht hier mitten im Quadrat tatsächlich auch so ein Steinhaus. Warum? Dieses Haus hier, das war die alte Zollstation. Mhm. Und hier wurde Zoll erhoben, also gab es hier auch immer Bargeld. Und damit da nicht leicht eingebrochen werden konnte, und weil ja letztendlich dieses Haus dann auch vom Grafen oder später vom Herzog von Jülich errichtet worden ist, hat man das aus Stein gebaut. Und dass man das... oder dass ich hier keine Blödsinn erzähle, darum habe ich euch diese alte Karte mitgebracht, die ist von 1682. Das ist die älteste Darstellung, die wir von Quadrat haben. Und wir stehen genau an der Stelle hier, an der Kreuzung. Da sieht man Ischendorf, hier ist Quadrat, da ist das Schloss, wo wir gerade waren. Und die Kirche ist falsch, die müsste eigentlich hier oben sein, ja, das ist also nicht ganz ordentlich gemacht. Aber ihr seht hier diese rote Linie und das ist die Grenze zwischen Kurköln und dem Herzogtum Jülich gewesen. Und das heißt, Quadrat lag wie eine Insel mitten, als Kurkölner Gebiet, mitten im Jülicher Gebiet. Und das kann ich euch hier auch nochmal zeigen. Das ist nämlich eine Karte, die zeigt das Rheinland kurz vor der Französischen Revolution, also genau in der Zeit, wo man noch die Herrschaftsverhältnisse wie im Mittelalter hat. Und da, wo der rote Pfeil ist, dieser kleine violette Fleck, das ist Quadrat und Teile von Ischendorf. Und das braune, das ist das Herzogtum Jülich-Kleveberg oder Jülichberg. Und das violette hier, das ist das Kurköln, also das Erzbistum und Kurfürstentum Köln. Das heißt, wenn du mit Mama und Papa damals vor 200, 300 Jahren nach Köln gefahren wärst, dann hättest du auf deinem Weg dreimal den Pass zeigen müssen. Du hast nämlich dreimal
bist du in ein neues Land gefahren. Erst hier, Kurköln, wo wir im Moment sind. Dann wärst du losgefahren, dann wärst du ins Herzogtum Jülich gekommen. Da hättest du das erste Mal den Pass zeigen müssen, nämlich genau an dem Haus. Ja? Und dann wärst du ein bisschen durch das Herzogtum Jülich, dann wärst du wieder zurück nach Kurköln, da hättest du das zweite Mal den Pass zeigen müssen. Und dann wärst du durch Kurköln weitergefahren und wärst nach Köln in die Stadt, und das ist das kleine Gelbe da, die war freie Reichsstadt, dann musste man das dritte Mal den Pass zeigen. Also dreimal den Pass zeigen müssen. Die waren unabhängige Staaten, so wie heute Deutschland, Polen, England, Frankreich, ne? Mit eigenem Militär, mit eigenem Geld, also die haben da ganz für sich. Und du siehst hier, noch besser sieht man das, wenn man das, den Unterteil der Karte nimmt, den hänge ich jetzt mal da dran, dieses Deutschland zu der Zeit, das wird auch gerne von den Historikern so genannt, das war ein richtiger Flickenteppich. Da gab es so viele Territorien, ganz viele kleine Territorien, Ritterschaften, Herzogtümer, Königtümer und so weiter und so fort. Und man musste also von einem immer wieder in das nächste Pass und alles zeigen. Und wie man sich das hier vorstellen konnte, das zeigt uns eine Abbildung allerdings von der nächsten Zollstation. Die lag nämlich dann in Bergheim am Kölner Tor. Und das ist diese Abbildung. Und da kann man wieder sehen, ja, da ist das Stadttor, das hat es hier in Quadrat nicht gegeben, weil Bergheim war Stadt, Quadrat war Dorf. Aber hier sieht man wieder so ein Wachhäuschen, hier sieht man Soldaten, hier sieht man, wie eine Kutsche angehalten hat, die werden hier gerade kontrolliert. Das kenne ich. Ja, das kennst du ja, das, wie du kontrolliert wurdest, das haben wir ja mitbekommen, auch bei dir immer. Ne? Ja. Denn das einfache Volk, das wurde so richtig kontrolliert, das sieht man hier. Und die hohen Herren, die oder die hohen Damen, wie das hier, da wurde der Bückling vorgemacht, die wurden direkt durchgewunken. Aber das war früher nicht anders, wie es heute auch ist. Ne? Ja, also, ich habe dir immer versucht, mit Äpfeln zu bestechen, ja. Das ging aber nicht. Nee, das fluppte nicht. Nee. Ne? Ja. So, also so kann man sich das hier auch vorstellen. Und jetzt kommt die Geschichte, oder wolltest du noch was ergänzen? Nein. Jetzt kommt die Geschichte, warum ich wirklich zu der... Soldaten gegangen bin. Denn einmal sollte ich für unseren Burgherrn, für den Herrn von Schlenderhahn, für den Reichsgraf von Schlender, Reichsgraf, muss man sich vorstellen. Das stimmt doch ja nicht. Nee, das stimmt. Nee. Sollte ich Porzellan besorgen, edles Glas, hat er mich nach Köln geschickt. So, und hier an dieser Stelle, da wurden auch immer Geleitzüge zusammengestellt, denn wenn es hier in den Wald ging, da vorne sieht man ja, wie der Wald beginnt, das war der Königsdorfer Forst, da war die Glässener Höhe, da waren immer Räuber. Da war eine alte Siedlung, die war verfallen. Da gab es immer Räuber. Und in meiner Zeit, selbst die Geleitzüge, also selbst die geschützt wurden von Soldaten, die gab es immer wieder, dass die überfallen wurden. Da habe ich mal so ein Bild mitgebracht. Da siehst du, wie so ein Geleitzug gerade überfallen. Da siehst du hinten die Kutschen, wie die ausgeraubt werden. Und hier vorne, wie die Leute ausgeplündert werden, liegen Tote auf dem Weg und so weiter und so fort. Scheiße. So. 400 Kaufleute fuddeln das früh im Königsdorfer Wald. Also, was habe ich gemacht? Ich bin alleine gegangen. Ich habe gedacht, ich werde mich nicht so einem Geleitzug anschließen. Ich war ja nur starze Kerl, konnte mir ja nichts passieren. Also ich nach Köln. Weißt du, was ein starze Kerl ist? So was wie ich. So ein Mucki. Ein Mucki-Mann. Aber ich war natürlich noch nicht bewaffnet. Ich hatte ja noch, war ja noch kein General, noch kein Schwert, noch keine Pistole. Ich war ein einfacher Bauer. Und... auf dem Rückweg, ich hatte das Glas in der Hand, auf dem Rückweg kommen mir drei Räuber entgegen. Und die wollten mir die Gläser stehlen. Und was habe ich gemacht? In der Futtertrotte. Genau, ich habe sie in der Futtertrotte bis nach Bürschem. Also ich habe sie entwaffnet und habe sie gefangen nach Bergheim geführt. Jetzt gehörten diese Räuber, aber das war in dieser Zeit des 30-jährigen Krieges, die gehörten eigentlich einer gegnerischen Armee an. Und jetzt kamen die Soldaten von der gegnerischen Armee zu meinem Burgherrn, dazu dem Herrn von Schlendern, und haben gesagt, deinen Knecht wollen wir haben. Der hat drei von unseren Leuten, berechtigterweise, wie ich finde, zwar ne, in der Futtertrotte, wie das Lehmchen gerade gesagt hat, aber den wollen wir aufhängen. Wir kommen und morgen früh lieferst du uns den aus. Und dann hat mein Dienstherr gesagt, Jan, ich kann dich nicht schützen, und entweder gibt es die eine Möglichkeit, du wirst morgen früh an den nächsten Baum aufgeknöpft, oder aber du gehst ganz schnell nach Bergheim und meldest dich als Soldat. Was hast du gemacht? Was hättest du gemacht?
Besser Soldat. Besser Soldat. Ist zwar auch nicht das Allerbeste, aber dann lieber Soldat als am nächsten Baum aufgeknüpft. Zum Glück leben wir heute nicht mehr in solch grausamen Zeiten wie früher. Naja, dann bin ich also dahin und dann kommt wieder das Bildchen, was wir jetzt schon so oft gesehen haben. Und dann habe ich mich da als Soldat einschreiben lassen. So. Ja. Der eine sagt so und ich bleib dabei. So. Genau. Ne? Der war so fertig wegen meinem Nee, dass der dann nur noch fort wollte. Kannst du sagen, was du willst? Ich sage, glaub dir nichts. Was aber verbrieft ist, kann und jeder damit, jetzt, wie er will, ja? Was aber verbrieft ist, das wissen wir heute, dass Jan und Griet sich noch einmal wiedergesehen haben. Genau, da wollte ich hören. Genau, auf einem Feld zwischen Kortorot und Bürschen. So, und den Verzell, den machen wir jedes Jahr. Mhm. Und den machen wir jetzt tatsächlich mal in Mundart. Ich übersetze die auch gleich. Also, ich war als Rittmeister und ich war um Weg von Kölle nach Jülich. Mitten oben einem Feld bei Gotterot, da sah ich ein Mäd. Das war das Griet. Die war baffe Deutsch, als die mich so blänkisch ausgerüst sah. Der große General von Wels. Kennst du mich noch? Han ich sie ihr froh. Ho, in meinem Kopf, da ginge drunge und drüber. Ich glaubt, ich werd mit dem Klammerbügel geschlagen. Die Stimme, die kannte ich, Evan. Und als ich wusste, dass du das warst, da hast du zu mir gesagt: Griet, wäret hätt je don. Och Jan, wer hätt je wuss? Das ist bis heute ein geflügeltes Wort hier im Rheinland. Wenn man irgendeine verpasste Chance hat, dann sagt der eine, Mensch, hättest du es doch mal getan. Und der andere sagt, ja, hätte ich es mal gewusst. Und der dritte sagt, es ist halt immer gut. Ja. Aber aus der ersten Ehe, da ist ein Kind, ich hatte eine ganze Reihe von Kindern, aber ein Kind hat überlebt. Ja. Und das, bitte, das geht jetzt wieder. Lamartine. Und wisst ihr, was die war? Brot, hässlich. Das ist nur der Neid, der da spricht. Auf alle Fälle hat diese Lambertine dann den Sohn meines alten Dienstherrn geheiratet. Brot, hässlich. Ever hatte was an den Föster. Und der hat so, der Jan von Wert hat sich eigenhändig dafür eingesetzt, dass der Junge da, der das hässliche Töchterchen geheiratet hat, dass der ein Reichsgraf wurde. Richtig. Ja. Und ich bin also im Reichsgrafenstand erhoben worden. Und so war das. Man hat damals eigentlich weniger aus Liebe geheiratet, als vielmehr, um dann irgendwie seinen Stand zu sichern. Ja. Also, Ende von der ganzen Geschichte ist spannend, wenn man mit den Rittern und den Römern spielen kann. Ever gelebt haben, wollte ich damals nicht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Dankeschön. Es war schön mit euch. Erzählt's weiter. Dann stehen das nächste Mal 40 Leute hier.